Naja. Du willst wieder rein, oder? Ja, Mann, lass mich rein. Ich gehe jetzt wieder in Animus, schwör. Ja, ich bin gleich wieder zu Cassandra. Entschuldigung. Alles klar. Ich passe auf dich auf. Let's go. Mein Speer ist jetzt besser. Der Kult hat keine Chance. Ist es so besser? Besser. Bin wieder da. Internet hat kurz abgekühlt. Juhu. Ja, perfektes Timing. Hatten noch ein paar Probleme. Aber okay. Gut, Speerstufe 2. 7% Gesundheit pro auf ausgegebenen Adrenalinsäure. Oh, das ist ja geil. So. Stimmt, wir waren ja in dieser Schmiede da. Wo geht's hier raus? Wahrscheinlich da. Die erste Verbesserung längst. Sprich mit Ja, Herodotos. Herodotos wird sich freuen, denn ganz sicher war lange vor uns jemand hier. Nee, die Schmiede ist natürlich entstanden. Das ist klar. Das andere, also. Ob Leonidas von diesem Ort gewusst hat? Gut quetschen. Wenn ich im Spiel nichts sehe, dann schaue ich einfach auf den Stream, da sehe ich was. Das ist echt komisch, dass der Stream heller. Zeit zu reden! Schrei doch nicht so. Hä? Wie? Hä? Zeit zu reden, brüllt er mich an und dann geht er hoch. Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt? Geht's dir gut? Alexios, du lebst! Fass mich nicht an. Komm schon, kleiner Bruder. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Aber ich kenne dich. Wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls du sie wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja. Es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Ja, ich war das. Du liegst falsch, ich kann alles erklären. Wenn ich sage, ich kann alles erklären, dann wird es wieder so sein, ich kann es erklären und er wird uns unterbrechen. Und es wird nichts erklärt. Und du liegst falsch, ist wahrscheinlich zu aggressiv. So von wegen, du liegst falsch, ich hab's gesehen mit meinen eigenen Augen. Und ich kann alles, ich kann alles erklären, ist so. Es ist bei jeder Serie so, wenn man das so sagt, dann entsteht immer ein Streit und der eine geht und dann, ja. bei der ersten Serie finde ich Alexios als Deimos besser, aber bei der Szene finde ich Cassandra, ja. Nein. Gut. Gut, er verdreht halt alles. Aber ich kann es halt auch erklären.
Ich habe doch. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann alles erklären. Komm, mal schauen, ob. Glaubst du, es wäre so einfach? Komm schon, Alexios. Reden wir darüber. Nenn mich nicht so! Ich weiß längst, was in dieser Nacht geschah. Gut, Deimos. Aber den kenne ich noch nicht. Er ist ein Halbgott. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Ein Halbgott. Halbgötter beugen sich keinen Kult. Das bist du nicht. Ja, das ist er nicht. Aber... Ja, fassen wir mal so. Warum arbeitest du dann für den Kult? Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Verschon mich. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche nach unserer Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sehen deine Kultisten anders. Myrine ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Lass sie in Ruhe, sie ist immer noch unsere Mutter. Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden, wenn wir sie finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Wie langweilig. Ich habe Nikolaus getötet. Ich habe Nikolaus nicht gefunden. Und wo ist die Wahrheit? Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, sag ihnen, Nikolaus finden sie nie. Er ist untergetaucht. Ich habe ihn selbst gesucht. Wenn ich dich finden kann, das verloren geglaubte andere Kind von Nikolaus, dann finde ich auch ihn. Er wird sich wünschen, selbst vom Berg geworfen worden zu sein. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrine finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, glaubst du, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Mutter suchen? Bitte, du bist schwach. Das ist immer so lustig, ja, dass wenn, Deimos heißt Schrecken, beziehungsweise, by the way, auf Altgriechisch. Geil. Deimos auf Neugriechisch ist auf Landkreis, oder? Und ich kenne das deutsche Wort leider nicht. Cool. Ich finde das immer so lustig, dass wenn Leute böse sind, dann sagen sie immer, oh, du hast Gefühle und so, ja, du bist schwach und selbst machen sie einfach, ja, dasselbe nur mit Gewalt. Also quasi die schwach sind, retten sich, indem sie Gewalt anwenden, ne? In Star Wars sagt der Yoda ja immer sowas Cooles, so am Ende sind es die Feiglinge, die der dunklen Seite verfallen. es geht nicht um Schwäche, nenn mich nicht schwach. Ja, sollen wir ihn mal den Popofasser holen oder sollen wir... Ich meine, wir sind die große Schwester, wir dürfen das. Oder es geht nicht um Schwäche. Machen wir ihn, ja. Schwach? Ich bin schon viel länger gezwungen zu töten als du. Oh, ich zittere schon. Hinter mir steht eine Armee. Ein falscher Schritt und du bist Geschichte. Das ist der Plan. Süß. So, ich habe gerade Ghost Runner gespielt. Du bist ein leichtes dagegen. Was sind die Pläne des Kults? Deine eigene Mutter zu entführen reicht nicht? Wir entführen nicht. Wir machen Politik.
Die, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und für diesen Fehler zahlen sie. Wie ich. Wie du. Ich hörte, du willst nach Athen reisen. Wenn du dort bist, bestelle Perikles und seinem elitären Abschaum, dass sie die Nächsten sind. Der Kult ließ Myrine leben. Und Nikolaos auch. Warum sollen sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast dir das eingebrockt. Und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich. In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in deinen auch. Sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Ja, in keinem von uns fließt das Blut der Götter. Ich werde den Kult bekämpfen. Ich bekämpfe den Kult, das weißt du. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Wetten? Mutig sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Können wir... Was? Wir können uns bekriegen? Zuerst kriegst du, was du verdienst? Popo Gaudi. Du bist immer noch mein Bruder. Ich gehe. Warte, was? Wütend sein ist... Wütend sein wie Alexander ist auch ein Gefühl. Ja, ja, na gut. Amerikanische Politik läuft ähnlich wie mit dem Kult. Wieso ist dem Kult unterstrichen? Nur weil es... Gibt es einen Punkt Kult? Ah. Oh Gott, bitte keine Politik. Man kann schon die ganze Woche nicht ins Internet, ohne von den USA-Wahlen genervt zu werden. Achso, okay, alles klar. Gut, dann, ich würde den gerne jetzt mal ein bisschen zurechtweisen, aber ich will ihm noch nicht zeigen, was wir können. Ich will noch nicht, dass er weiß, wie krass wir sind. Immerhin haben wir uns gefunden, Bruder. Du sollst mich nicht anfassen. Demos! Oh. Malaka, Herodotos wird mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Wo ist er hin? Ich will ihn in den Popo schießen. Was? Tobi ist eine schlechte Schwester. Wieso nennt man ihn die Schwester, weil es eine Schwester ist? Ah, oh, schön. Ich bin eine schlechte Schwester. Oh, guten Tag. Upsi. Aua, das hat wehgetan. Ich wollte euch nicht stören bei was auch immer ihr gerade gemacht habt. Voll der weiße Sand. Da ist ein Wildschwein. Hallo, ich bin ein Wildschwein. Bin ich mal jetzt gespannt, was Herodotos sagt. Ey, ich bin da, hey. Entschuldigung. War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht, es gab dort sowas wie ein Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Cassandra, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um, das hat er mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie, Perikles. Warum sollte er dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort.
Nix. Quest abgeschlossen, das ist ja herzallerliebst. Gut. Stufe 14. Here we come. Jetzt könnte ich, kann ich den Tritt verbessern. Das ist natürlich cool. Okay. Entschuldigung. Wir müssen das mit den Heilen machen. Nicht, dass ich die ganze Zeit sterbe. Also das wäre ja nicht wahr. Okay. Speer des Leonidas. Er verbessert den Speer. Artefakt-Fragmente. Okay. Oder in Athen. Warte mal. Ich habe nie verstanden, wieso die alte Cassandra heißt. Ich kenne keinen Griechen mit so einem Namen. Cassandra, echt? Ja, 8000 Meter, okay. Nee, wir gehen jetzt nach Athen. Ich will Athen sehen. Bereit, Segel zu setzen! Steuer gehört dir! Okay, warte mal, ich muss mal kurz auf die... Warte mal. Cassandra kommt aus der griechischen Mythologie, Tochter des trojanischen Königs Priamos und der Hekabe, damit Schwester von Hektor und so weiter und so weiter. Ah. Okay. Gut, Gut, wir haben ja schon das meiste aufgedeckt. Also das geht ja hier relativ schnell. Wie konnten wir eigentlich hier unser Schiff rufen? Die sind dann einmal komplett rüber und dann hier hin. So, okay. Ah, ich will noch mal schauen wegen den Kultisten kurz. Oh, die Musik. Ja, also ich würde mal sagen, Star Wars lässt grüßen. Okay. Irgendjemand von denen war doch relativ in meiner Nähe jetzt. Genau, das ist quasi die Spinne. ich glaube, die war relativ in meiner Nähe. Karte? Nee. Warte, da war ich doch schon. Verdammt. Irgendjemand. Wisst ihr noch, welche bei mir in der Gegend war? Ah, hier, genau, die da. Genau. Dann werde ich die da erstmal. Nein! Oh, ich habe sie weggeklickt. Dann werde ich erstmal Jagd auf sie machen. Weil, ja, Kriegerschaden und Feuerschaden, ist jetzt nicht so wild. Nein, mach das. Ja, ich bin zu weit hier rein. Einer ist in der nächsten. Okay. Ja. Alles das Steuer!
So, dann wollen wir mal hier ein bisschen. Alter, es wäre mal richtig cool auf so einer Triere ist das, glaube ich, zu segeln. Wäre mal richtig cool. Eine Krabbe! Hä? Ist das alles? Krass. Okay. Easy. Ah, ich will noch kurz schauen, was das jetzt für eine ist. Okay, wo manche Leidenschaft oder Liebe oder Wärme kannte die Chimäre? Nur kalte Berechnungen. Die Welt wartet nur darauf, von ihr ausgebeutet zu werden. Genau das tat sie im Namen des Kosmos. Ihr nächstes Ziel war die Artefakte, die in einer Schmiede verborgen waren. Ihre Sklaven würden die versteckten Geheimnisse dieses Ortes entschlüsseln oder ihren Zorn erleiden. Gut. Kaktus.